willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mist, ja, in der letzten Folge ziemlich spontan aufgehört. Erstmal essen. Das schöne Fleisch hier essen. Zack, 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 zack. Vielleicht hätten wir das zuerst essen sollen. Egal. Trink an Tillena. Jetzt trink an Tillena. Gut, Sticks kommen da jetzt mit rein. Kohle kann da auch mit rein. Noch so ein bisschen Inventarplatz haben. Da fällt mir ein. Wir können doch auch Schränke bauen. Dann würde ich den nämlich tatsächlich zuerst bauen wollen. Hier ist, ich glaube, das ist richtig. Sieht richtig aus. Ich weiß, es ist spät. Wir sollten eigentlich gar nicht mehr hier sein. Wir haben auch nicht genug Components, um das Ding fertig zu bauen, glaube ich. Nee. Der Baugott ist uns noch nicht gnädig. Wir können hier schon mal. Also brauchen wir den. Ah, wir brauchen einen Hammer für. Das ist doch der Hammer, dass wir einen Hammer brauchen. Dann würde ich sagen, nutzt alles nichts. Wir hauen uns mal fett aufs Ohr. Bis 6 Uhr morgens. Das sind 3-9 Stunden. Wir haben jetzt wieder angeschlafen. Ach ja. Schön, dass wir das jetzt hier auch fertig haben. Dann kann das da rein, das da rein. Das da auch noch rein. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Ich bin sicher, den Shit brauchen wir nicht. Der Shit ist auch voll. Davon können wir noch was sammeln. Das Ding kann da auch rein. Ich muss gerade ein bisschen gucken, was wir sammeln können noch. Wir haben ja nicht sehr viel Platz. Noch nicht in unserem Inventar. Da muss man halt ein bisschen gucken, wo man bleibt, ne? Oh. Huch. Ich frage, warum ich da jetzt festgehalten habe und da nicht. Ich verstehe es nicht, aber okay, ist auch nicht mein Business. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal hier unten, was hier so ist. Ich hoffe, wir finden den Weg zurück. Ja, da ist jetzt hier nichts markiert oder sowas. Wir haben da keine Basis oder gar nichts. Bisher laufen wir nur geradeaus. Das ist einfach zu merken. Bis ich dann halt irgendwas sehe, was noch besser zu merken ist. Den Stein zum Beispiel hätte ich mir jetzt ganz gerne gemerkt, aber wir brauchen ihn. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Das war die gecrashte Aufnahme, wo ich hier war. Okay, Leute, wir sind gerettet. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß auch, dass hier irgendwo ein verdammter Rucksack war. Da ist auch eine Cabin. Da können wir einziehen. Rags haben wir hier. Schrott haben wir hier. Der Metallschrott. Da ist noch eine Axt. Die nehmen wir mit. Components nehmen wir mit. Das Ding machen wir jetzt mal zu unserer Basis. So.
haben wir auch schon mal die Basis in der Nähe. Wunderbar. Dann können wir das andere Ding da oben abbrechen. Wobei, wollen wir das nicht doch lieber lassen? Ihr müsst entscheiden, ihr dürft entscheiden. Ich halte mich da jetzt raus. Weil ich weiß, dass hier irgendwo ein verdammter Rucksack gewesen ist. Irgendwo hier war noch verdammter Rucksack. Oder war er weiter da oben? Ich glaube, der war weiter oben. Ich weiß aber, dass hier ein verdammter Rucksack war. Dessen wir uns jetzt bemächtigen können. Auch wenn hier Bärenwarnung ist. Haha. Never say never. Und vielleicht sind da oben auch Schränke. Wenn man glücklicherweise ist. Höchstwahrscheinlich. Die wir uns auch zu eigen machen können. Was wir haben, haben wir. Was wir brauchen, nehmen wir. Ah ne, kommt das da. Aber das soll mich auch nicht stören. Der tut es genauso wie ein Schrank. Sieht sogar ein kleines bisschen besser aus, tatsächlich. So, die Axt kommt da mit rein. Die Schrottseite kommt da mit rein. Hier, die Blätter kommen da mit rein. Und die Rex packen da auch mal mit rein. Wunderbärchen. Dann ist ja alles Klärchen. Dann kommt hier wieder Rex. Wer hätte das gedacht? Ein bisschen Munition. Munition. Aber. So. Ich weiß nicht, wo der was? Was ist das denn? Was ist das für ein Koffer? Was ist das für ein Koffer? Kann man das denn verraten? Ich dachte, das sind Bär gewesen. Oh. Da ist unser Koffer. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit alles, was da drin ist. Vor allem. Was? Wo willst du denn hin, hä? Au. Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtiger spielen. Dann überleben wir vielleicht auch mal ein bisschen länger. Siehste, Knöchel gebrochen. So, jetzt habt ihr es. Ne, wir haben ihn, glaube ich, gezerrt. Mein Englisch ist nicht gut genug dafür, aber ich denke, das ist gezerrt. Zumindest sieht das nicht viel gebrochen aus. Sprained, sprained. Okay, dann. Also wenn es gebrochen wäre, dann würde er wahrscheinlich broken stehen, oder? Oder wrecked. Gut, das ist schon mal fertig. Also wir dürfen jetzt aber auch nicht mehr rennen, oder? Wir können auch gar nicht mehr rennen. Ah, das ist natürlich jetzt nicht so super. Müssen wir uns wahrscheinlich ausruhen, aber das können wir uns jetzt momentan unserer aktuellen Situation nicht erlauben. Wir müssen tapfer sein. Indianer kennt keinen Schmerz. Gut, Rex, wunderbar. Gut, wunderbar. Schrottteile. Teile. Ein kleines Auto. Munition. Beef. Jetzt haben wir schon Beef, Alter. Wir haben Beef. Was ist denn das Naturbier? Ich
glaube nicht, dass das zur Fahrzeugausstattung dazugehören tut. Da hat der Verkäufer den aber ganz schön was Ohr gehauen. Wobei ich muss sagen, es ist schon was Stylisches und es hat nicht jeder so. Das muss man jetzt auch mal hier ganz klar festhalten. Es ist Geschmackssache. Allerdings, und es wird im Winter ziemlich. Ziemlich zugig. Aber wie gesagt, es ist halt was Besonderes, hat nicht jeder. Und manche finden es schon super. Ja, du Huhn? Ja. Ja, ja, oh ja. Kann man Hühner eigentlich schlachten? Ich frage für einen Freund, weil der hat gerade eine Axt in der Hand. Und irgendwie fehlt uns noch was zu essen. Und wir haben Schränke. Hätte das gedacht? Wir haben Schränke. Wie ist denn mit den auch gleich mit? So. Ganz unliebsame Scheiß kommt da jetzt rein. Sowieso kein Schwein haben will. Ach, der liegt im Rucksack. Hm, gut, ja, wollen wir nicht nehmen, ich weiß nicht. Ja, komm, was soll's. So ein Geiz. Kollege, mach schon hin hier. Wasser haben wir jetzt auch. Beef Camp da rein, die Beef Camp da rein. Camp. Nee, noch mal Munition. Ich weiß gar nicht, warum die Munition immer rausjumpt. Und hier die anderen Sachen. Wenn ich jetzt darüber gehe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die manchmal rausjumpen. Es ist mir ein Rätsel. Tatsächlich. So. Ich muss das garantiert nicht fallen. Wir wissen ja, was mit den anderen Sachen passiert, die so runtergejumpt sind. In die Richtung. Upp. Schrank fällt. Nur nicht den Kopf verlieren. Ja, komm. Kommst du ins Eck? Kommst du jetzt ins Eck? Ja. Darum. Wunderbar. Und? Wunderbar. Wunderbar. Tür zu. Und weiter geht die Fahrt. Da, 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 da. Könnt ihr mal gucken, ob wir uns hier vielleicht noch einfangen? Scheint aber nicht mehr da zu sein, das blöde Misthuhn hat uns einfach nicht lieb. Gut, kann ich verstehen. Das Spiel ist noch in der Alpha. Und es hat nur einen Entwickler. Trotzdem fliegen Schränke, wenn sie vor Schränken standen und bei den unteren Schranken fern. Logische Konsequenz, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich würde auch ganz gerne versuchen. Ja, schon mal los, weil ich kann ja nicht rennen. Und hier ist eine Bärenwarnung. Ich habe auch so das Gefühl, dass hier irgendwo ein Bär um mich her streift. Ich will jetzt nicht unbedingt als Bärenfutter enden. Weil ich jetzt wirklich so eine Bärenmarke.
echt witzig heute. Ich habe echt gute Laune. Das Problem ist, wir können ihn doch nehmen. Ich wollte gerade sagen. Scroll to increase distance. Geh weg, Schrank. Geh ganz, ganz weit weg. Far, far away. Schmeißen wir ihn hier einfach von der Klippe. Oder? Dann sollte der eigentlich schon fast zu Hause ankommen. Tschüss! Also der ist schon mal ziemlich weit gekommen. Der ganz hinten steht ein anderer Schrank. Hier unten irgendwo. Dann ist das der da hinten. Könnte das da hinten sein? Ne, das müsste hier sein. Da. Das da vorne ist die Bärenwarnung. Oder Bär stoppt durch den Wald. Er hat einen Pelz und darum ist ihm nicht kalt. Da ist noch ein Häuschen, da gucken wir mal rein. Das ist der Hühnerzüchter da hier. Wir haben einen Huhn gefangen. Es war sehr spektakulär. Ich weiß gar nicht, ob ich das Huhn behalten will, wenn es so blöd ist. Was? Wir haben ein schwebendes Huhn. Es ist dem Huhn einfach scheißegal, ob es festhält oder nicht. Es bleibt in uns haften. Finde ich wunderbar. Ich glaube, ich sollte bei den X-Men auftreten. Scheiß was auf die Avengers. Ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, hu, ha, ha, hu, ha, hu. Aber jetzt mal ohne Witz, ich würde gerne wissen, ob man vielleicht irgendwie. Ihr wisst schon. Allein für den Survival-Aspekt. Ich meine, es ist ein Spiel, das ist jetzt nicht Realität. Es wird zwar traurig und emotional werden. Wir haben in der letzten. Ich kann die falsche Staffel sagen, aber. Das stimmt ja gar nicht. Bei den letzten Aufnahmen hatten wir gelernt, dass Hühner. So. Test ist absolviert. Man kann Hühner. Es geht. Bobby war mal. Ich traue mir auch gar nicht ins Inventar zu gucken. Er musste einige Federn lassen, das hat man gesehen. Aber, und das könnt ihr mir jetzt nicht einkreiden, ihr könnt mir nicht sagen, dass es schmerzvoll war. Es war schnell, einfach, präzise. Mit einem Schlag war es erledigt. Er hat, glaube ich, nichts gespürt. Und das ist doch das Wichtigste. Er hatte ein glückliches, erfülltes Leben. Zumindest in der Zeit, als wir ihn hatten. Und ja, mehr kann man doch wahrlich nicht verlangen. Dann müssen wir noch ein anderes Zeug finden. Oh, ein Blatt. Und meine Tasche können, die Kiste können wir erstmal da oben lassen, bei der Mine. Und dann nur das Zeug da raus.
ich jetzt erstmal vor die Linken. Was? Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, einmal mit rein. Uns fehlt ein Stein. So. Dann können wir bauen ein cooles Stand. Dafür brauchen wir Metal Scraps und Components. Und ein Hammer. Wir haben keinen Hammer. Soll ich jetzt um Gottes Willen Hammer hernehmen? Ich meine, Bobby verwest so langsam und wir brauchen einen verdammten Hammer. Was passiert, wenn wir Bobby jetzt erstmal reinpacken? Ich will nicht, dass Bobby jetzt komplett umsonst gestorben ist. Es war zwar ein Versuch, der jetzt auch geglückt ist, aber Bobby soll nicht umsonst gestorben sein. Ich meine, hat doch keiner was, wenn er jetzt einfach nur da so rumliegt und verwest. Oder nicht? Oder sieht das genauso? Wahrscheinlich, ne? Meine arme Bobby. Das ist unser Kleiner, den wir eigenhändig gemacht haben. Der sich auch einen harten Kampf mit uns geliefert hat. Heute ist gut. Siehst du, da vorne ist die Farm, da sind die ganzen Viecher drin. Und da ist auch jede Menge Duck-Tapes. Das weiß ich noch, dass da sehr viel war. Duck-Tape. Mit. Duck-Tape. Es gibt kein Geld, das nicht mal das Duck-Tape. Vorsicht, es wird klebrig. So, warte mal. Wir haben jetzt Painkiller. Use for redeeming pain and fever. Status. Sprained ankle. Dieser Painkiller hilft. Lecker, lecker, Kirschsaft. So. Der heilt jetzt so langsam vor sich hin. Wir wandern hier jetzt noch ein bisschen durch. Nirvana. Dann hätte ich jetzt mal gewusst, dass da die Mine ist, dann hätten wir es in der letzten Staffel, wollte ich schon wieder sagen, dann hätten wir es beim letzten Mal auch schon abholen können. Das Zeug. Ich weiß, dass wir im Berge wieder, das ist ein Schild. Genau. Da vorne ist der unpassierbare Tunnel. Das war auch in der Aufnahme, die gecrashed ist. Da muss ich euch mal was ganz Witziges zeigen. Deswegen gehen wir jetzt schnurstracks drauf zu. Das habe ich nämlich in der
Folge komischerweise rausgefunden, weil ich war ja ganz neugierig. Ich bin halt so ein Spielkind ab und zu mal, der mal gerne ein bisschen was ausprobiert. Auch wenn es ein bisschen Zeit kostet, aber Zeit haben wir ja mehr als genug. Da es ja Open World Survival ist, haben wir halt ein bisschen was. Ne? So, und dann lustig wie ich war, habe ich dann hier gestanden, habe mir das so angeguckt, habe mir gedacht, okay, sieht gut aus, kommt man da vielleicht irgendwie rein. Da habe ich halt neugierig an einer Seite geguckt, habe dann versucht, ob ich da durch diese kleine Schüttlücke passe. Oh, voilà, man kann durch die Felsen. Der Felsen ist nicht existent. Das ist eine bloße Tarnung. Das ist Area 51. Da habe ich geguckt, ob es hier irgendwelche Sachen gibt, Militärzeugs, aber das können wir nicht benutzen. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Kaputt machen geht nichts. Ich meine, klar. So, zu schön. Den Baum können wir, aber ganz ehrlich, da fahren wir auch woanders hin. Brauchen wir nicht unbedingt kaputt machen. Den Tunnel bin ich auch lang gelaufen. Hier hinten hört irgendwann die Straße auf und man kann fallen und 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 fallen. Fallen, bis man tot ist. Nein, bis man neu startet. Also auch nicht so nichts Spezielles. Genau. Oh. Da habe ich jetzt verkackt. Also hier könnte man auch eine gute Basis draus machen. Weil hier kommt kein Schwein hin. Garantiert nicht. Hier wird wahrscheinlich auch eine Basis irgendwann hinkommen, gehe ich davon aus. Wahrscheinlich so ein Militärstützpunkt. Sobald das Militär hier mal eingeführt wird, weil bisher gibt es hier nur diese Wagen und ich bin so intelligent. Gibt es nur diese Wagen und so weiter. Aber ich denke mal, das Militär wird auch eingeführt, wenn es schon mal Liefen gibt. Dann muss es auch irgendwie mal gute Leute geben, die uns nicht haben wollen, die uns dann einfach ausschließen und denken, wir werden infiziert oder sowas und einfach bei sich abknallen, so wie die Banditen halt auch, aber halt aus einem anderen Grund. Und ja, ich denke, das wird dann halt ganz lustig, wenn die dann auch auftauchen und man sich nicht nur mit Bären rumprügeln muss und Banditen und irgendwelchen Zombie-Viechern, sondern ich ja auch noch mitmischen darf. Möglicherweise Panzern und anderen dezenten Fahrzeugen, die einem das Leben dann ganz schön zur Hölle machen könnten. Theoretisch. Wäre auf jeden Fall witzig. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, mit Militär und so weiter, könnte man ja vielleicht auch möglicherweise eventuell Aliens oder sowas mit einfügen später. Dass die halt die Ursache für die Pandemie sind und irgendwie DNA-Kreuzung oder irgendwas, irgendwelche solche Versuche oder sowas sind gescheitert. Das Zeug hat sich dann exponentiell ausgebreitet, konnte nicht mehr eingedämmt werden. Und ja, irgendwie so ein bisschen storymäßig. 80er Jahre Style. Es gibt keinen, der sie nicht mag. Die Duct Tape. Vorsicht, es wird klebrig. Alle sind Silber und so schwierig. Ganz überlegt, schalt ist denn auch Ruhe Duct Tape. Es gibt keinen, der sie nicht mag. Die Duct Tapes. Die sind häufig nützlich. Gut, hat sich erledigt. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Batterien anfangen soll. Wegschmeißen, das wäre eine gute Option. Da sind wir schon wieder voll. Mensch, das ging ja aber schnell. Aber das ist kein Problem, weil ich ja erstmal hier ein bisschen was verschnabulieren. Dann noch eine Coke hinterher. Komm hier. Zack.
Unter den Rachen. Das sollte fürs Erste reichen. So. Die Gesundheit steht wieder gut. Beziehungsweise wir heilen. Munition, Revolver. Genau, und da ist nämlich die erste Werkstatt. Und dahinter ist die Kabine, wo wir vorher gewohnt hatten. Dann kommt die Tankstelle und dahinter sind die ganzen anderen Rucksäcke. Die werden wir uns jetzt alle nach und nach so langsam ergaunern. Noch ein Metallteil, noch ein Metallteil, noch ein Metallteil. Noch mehr Racks, noch mehr Racks. Die Handschuhe können wir uns freundlich anziehen. Equipment, Glow, fertig. Oben, Munition, nehmen wir mit. Nähzeug, ja, können wir machen, wenn wir einmal ein bisschen machen. Nein, Leute, das wollte ich immer machen. Dann können wir nämlich auch das Nähzeug mitnehmen. So. Noch mehr Nähzeug. Und noch eine Axt, die packen wir mal auf die 3. Dann haben wir die auch schon mal mit. Die ein bisschen kaputter ist als die andere. Kaputter. Winterglow. Protection very bad. Sad. Das ist schon mal nicht schlecht, dass wir so was haben. Hier kommt das, können wir uns selber machen. Feder kann auch weg. Dose trinken wir haben leer. Schon mal Winterhandschuhe für den warmen Sommer. Da wir es tatsächlich in dem Spiel noch nie schneien sehen und ich spiele schon eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich Winterhandschuhe brauchen, weil das wirklich nötig ist. Das wird sich die Zeit ja mal zeigen. Jetzt bin ich gerade überlegen, dass schon so viel Zeug gesammelt. Wir werden hier garantiert noch ein paar Mal herkommen. Jetzt einfach zu den Rucksäcken gehen. Das ganze andere Zeug hier erstmal liegen lassen. Und ich dachte gerade, es wäre irgendwie so ein Waschbär oder sowas. Das ist unglaublich. Essen. Ja, da braucht schon was zu essen. Das ist jetzt hier noch ein paar. Wir schauen uns mal kurz den Camp hier. Damit ich mich ein kleines Stückchen sicherer fühle. Und dann beenden wir die Folge. Und sehen uns dann in der nächsten. Bis dahin. Tschüss und schönen Tag. Bye.